Herzlich willkommen zu diesem kurzen Grundkompetenzen-Video zu Windows 11. Diesmal geht es um das Rückgängigmachen von einer Sache, von dem, was man gemacht hat, mit einer Tastenkombination. Schauen wir uns das gleich an. Ich habe hier auf der linken Seite hier ein Word-Dokument. Ich tippe etwas ein und drücke jetzt dann die Steuerungstaste Z und es wird rückgängig gemacht. Und gleiche könnte ich auch machen, wenn ich hier etwas gelöscht habe. Wieder Steuerungstaste Z, die Kombination, es wird rückgängig gemacht. Das gleiche hier. Hier auf der rechten Seite im Windows Explorer, ich lösche hier eine Datei, ich drücke auf Entfernen, sie ist weg, ich drücke Steuerungstaste Z und sie ist wieder da. Und das war's schon. Danke für deine Aufmerksamkeit.